jetzt gleich das Wort. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kollegen. Mit dem vorliegenden Antrag wollen die linken Fraktionen einschließlich der CDU die Auflösung der Enquetekommission Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Das mitten in Zeiten steigender linker Gewalt, inklusive versuchten Totschlag in unserem Bundesland, lesen Sie im Verfassungsschutzbericht nach, in Zeiten von Lina E., die vom Generalbundesanwalt festgenommen wurde und in Sachsen-Anhalt an einer Universität studiert hat, wundert sich doch jeder normal denkende Bürger über Ihren Antrag. Wir wundern uns über diese Initiative nicht mehr. Linksextremismus gibt es nach Ihrer Lesart ja nicht, nachdem Sie nun in der Kommission blockiert, boykottiert, verhindert, protokollwirksam gelogen haben, Frau Dr. Pehle, lösen Sie nun heute diese Minderheitenenquete auf. Und jeder Schüler in unserem Land hat damit in den letzten 3 Jahren ein perfektes Beispiel erhalten, wie man auf demokratischem Weg Minderheitenrechte sogar aus der Landesverfassung tilgt. Artikel 55 sei hier erwähnt, die Geschäftsordnung so ändert, dass unser Sachverständiger nicht mehr fragen darf, Sitzungen einfach beendet, Sachanträge zu Vorgängen im Land, wie eben erwähnt, ablehnt, Tagesordnungspunkte absetzt, Vertreter aus Ministerien, nicht wahr, Herr Striegel, am Vorsitzenden vorbei einfach auslädt und nach außen hin immer so tut, als wäre das Gremium sinnlos und die Arbeit ergebnislos. Das ist das, was Sie hier aufgeführt haben. Und deshalb haben Sie auch den Zwischenbericht 18 Monate lang blockiert, 2018er. Dieser wurde im Parlament bis heute nicht vorgelegt, obwohl es im Einsetzungsbeschluss steht. Hier muss ich natürlich auch die Präsidentin fragen lassen, warum das nicht erfolgte. Ein Zwischenbericht 2019 und 20 gibt es bis heute nicht. Und jeder einzelne, eben benannte Vorgang stellt eigentlich einen Skandal an sich dar, über den man diskutieren müsste. Und natürlich interessiert das, und das ist auch traurig, die auf links gedrehte Presse auch nicht in diesem Land. Sie berichten auch nicht über Inhalte aus dem Zwischenbericht. Sie könnten uns ja mal stellen, was wir denn Falsches gesagt haben. Warum machen Sie das alles von den Altparteien? Aus meiner Sicht führen Sie dieses erbärmliche Schmierentheater auf, um davon abzulenken, welche Verbindung Sie zum linken Extremismus haben. Diese haben wir Ihnen detailliert mit Quellen aufgezeigt. Ich erinnere an Halle gegen Rechts oder an die Verbindung des Herrn Begrich von Miteinander e.V. zu linken Extremisten. Und Sie haben nur ein Argument, haben wir gerade gehört, Sie behaupten, wir würden ausspionieren. Dabei haben wir anhand zahlreicher Beispiele aufgezeigt, wo Ihre Verbindungen konkret sind. Wir thematisieren, was gar nicht mehr ausgeforscht werden muss, Frau Dr. Pehle. Das ist nämlich das Entscheidende. Denn Sie zelebrieren den Schulterschluss mit den Extremisten von links ja unverhohlen auf offener Bühne. Da muss man nichts mehr ausforschen. Man muss es einfach nur noch thematisieren. Und das ist unser Auftrag und das machen wir. Und ich erinnere noch mal an den Angriff hier vor der Landtagstür bei der Fridays for Future Demo hier vor dem Landtag. Dazu schweigen Sie bis heute, haben Sie eben wieder gemacht. Und ich kann Ihnen hiermit trotz allem versprechen, wir werden nicht zulassen, dass Extremisten über Umwege mit Steuergeld ausfinanziert werden. Unsere Arbeit geht weiter. Wir thematisieren, dass Sie gemeinsame Sache mit Linksextremisten machen und mit Staatsknete die Opposition bespitzeln. Ich komme zum letzten Satz, Frau Präsidentin. Ja. Unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Verlassen Sie sich drauf. Wir werden den Bürgern sagen, was Sie hier treiben und natürlich auch Sie von der CDU. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also, mit Ja haben gestimmt 48, mit Nein haben gestimmt 18, Enthaltungen waren keine und abwesend waren 21. Damit ist dem Antrag zugestimmt worden.